Lüttich, wirtschaftliche Hauptstadt der Wallonie und Welthauptstadt des Radsports. Die Tour de France macht hier regelmäßig Halt und von hier ist die große Schleife 2004 und 2012 sogar losgegangen. Aber dass Lüttich mittlerweile ein unumgängliches Zentrum des Radsports geworden ist, verdankt die Stadt seinem legendären Rennen. Lüttich-Bastogne-Lüttich, auch La Doyenne, die älteste genannt, feiert dieses Jahr ihren 125. Geburtstag. Im Frühling ausgetragen, hat sich das Rennen durch seine oft gnadenlosen Wetterbedingungen als einen legendären Ruf verschafft. Daher hat die älteste in ihren Trophäenhallen auch einen der größten. Der uneingeschränkte Herrscher war hier zu seiner Zeit Eddy Merckx. Fünffacher Sieger und Rekordhalter, davon einmal im Regenbogentrikot des Weltmeisters. Wie auch er hat ein anderer fünffacher Tour de France-Sieger hier seine Spur hinterlassen. Bernard Hinault widerstand einem Schneesturm, um alleine loszuziehen und nach einem 80 Kilometer langen Flucht mit über 9 Minuten Vorsprung zu siegen. Über die Côte de la Redoute ist die Geschichte von Lüttich-Bastogne-Lüttich letzten April um einen weiteren vierfachen Sieger bereichert worden. Der Spanier Alejandro Valverde zieht im goldenen Buch der Sieger mit dem Italiener Moreno Argentin gleich.